Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier in dem einen Lager hier, also in dem, ach, hier müssen wir, okay, ich dachte schon, wir müssen da nach vorne hin. Ich würde aber schon hin, hier in dem, Mac-Friedhof. Das war doch ein Mac-Friedhof, meine ich. Hier haben wir auch wieder einen Krater. Ich finde das hier schon sehr interessant. Genau, vergessener Mac-Friedhof. Aber hier scheint sonst nirgendwo jemand noch zu sein. Von den, ich wollte schon fast Raidern sagen. Also von den Spacern. Oder von den Crimson Fleet. Aber irgendwie, das hat was von, also für mich so, ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Dieses alte Game für die PS2 damals hier, Robotech? Also Robotech Battlecry? Hat irgendwie ein bisschen was, so mit diesen abgestürzten Raumschiffen und so weiter hier. Irgendwie muss ich da sofort denken. Boah, das muss ich auch irgendwann mal mit euch zusammen zocken. Muss ich nur schauen, wie ich die PS2 an PC anschließe und so. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur Licht anhaben. Boah, aber Robotech hätte ich auch so Bock, mit euch mal zu spielen. Vor allem auch für mich persönlich, einfach aus Nostalgiegründen. So, gibt's hier wen? Läuft hier irgendwer rum? Gibt's hier Loot? Ja, wir können auch so hoch springen. Beryllium vorkommen. Ich kann das jetzt. Achso, warte. Wahrscheinlich so. Sonst liegt hier nichts rum, ne? Ist jetzt nur die Frage, da haben wir auch wieder Beryllium. Gibt es hier irgendwen oder irgendwas? Werden wir angegriffen? Hier oben was. Ich will mich hier schon ein bisschen mehr umsehen. Bin ich im Kreis gelaufen? Kann auch sein. Dass hier einfach alles im Kreis führt. Ne, hier gibt es wirklich was. Hier sind wir nicht im Kreis gelaufen. Waffenkoffer. Urban Eagle. Warte mal. Hab ich hier noch eine legendäre Urban Eagle? Die sieht mega nice aus. Ich pack die mal hier hin. Wenn wir schon hier, würde ich das hier hinpacken und den Cutter hier hin. Den Lichtbogenschweißer, den brauchen wir nicht. Dann können wir den wegschmeißen. Dann haben wir eine legendäre Waffe mehr. Haben wir dafür auch Muni? Oh. So, ich sehe jetzt aber auch nichts noch mehr hier.
Ah, okay. Wir sind hier aber schon ganz oben. Okay. Cliff Diving ist nicht so meins. Das glaube ich dir. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin, runtergefallen bin. Ah, hier. So, kein direkter Weg zu sehen. Okay, hier war doch gerade ein direkter Weg. Neodym. Okay, dann fehlt hier nur noch Helium. Da müssen wir hin. Jo. Okay, der ging aber schnell hinüber, der Dude. Nehmen wir den. Füge die Artefakte der Sammlung hinzu. Machen wir auf jeden Fall. So, komm Sarah. Suchen wir uns den Ausgang. Ich glaube hier lang, ja. So, und dann zur Loge da Mitte. Wie viele haben wir jetzt an Artefakten gesammelt? Wir müssten schon einiges beisammen haben, meine ich. So, komm, hoch. Ja, komm. Alter, hier hängt man aber auch wirklich fest. Da haben wir unser Riesenbaby. Hallo. Hi Vasco, rein mit dir. So, und abheben. Sag auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Stabilisiert sich. Perfekt. Was will der jetzt von mir? Nimm mal diesen Spacer. Toller Schuss, voller Kehrkraft. Ja, wir können. Wir können klauen, wir können einbrechen. Nice. Andocken abgeschlossen. Ja, einsteigen. Wir können das Schiff klauen. So, übernimm die Kontrolle über das Schiff. Das wollen wir. Um.
keiner da. Spind des Captains. Credits. Hier scheint keiner da zu sein. Nochmal Credits. Aural Argus Extractor. Gibt's hier jemanden? Unten vielleicht? So, verbrauchen. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Ich verbrauche es. Ich schleppe das nicht mit. Notfallkit, das nehmen wir mit. Munitionskoffer. Hier Obstkeller. Die aussieht ist schon mal Bombe. Aber ich frage mich gerade, wo sind die Leute? Es ist niemand da. Das Schiff würde jetzt mal wahrscheinlich uns gehören. Also, ohne dass ich jetzt irgendwas gemacht habe. Schmierstoff, nice. Aber jetzt ernsthaft. Es ist niemand da. Kombüse benutzen. Ich müsste hier mal kochen. Also. Oh, hier gibt es ja noch einiges zum Verbrauchen. Ernsthaft, wenn hier niemand ist, was, was soll ich dann jetzt machen? Also ich kann das jetzt einfach so übernehmen. Pilotensitz hier. Ja. So, abdocken. So, erstmal alles reparieren. Ich habe keine Ahnung, was das... dauert jetzt wahrscheinlich erstmal, bis das hier repariert ist. Kann ich hier auch wieder zurück andocken? Argonian Might ist Level 1. Einsteigen. Dann ist das Schiff jetzt wahrscheinlich... Gut. Lassen wir die Kiste abheben. Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug.
Was gibt's? So, abdocken. Ist das jetzt mein Schiff? Und muss nur abgeholt werden? Wir sind frei und flugbereit. Ich weiß gerade nicht. So, Schilde erst einmal voll machen. So, und los. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Dingens hier aussieht jetzt. Mit dem Schiff, mit dem Jackal. Ob der abgeholt wird oder ob ich damit fliegen hätte sollen. Was? Longsword? Unser Scan zeigt Schmuggelware an Bord. Sofort anhalten. Wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden beschlagnahmt. Du wirst gesucht. Halte sofort das Schiff an und lass uns an Bord. Sonst eröffnen wir das Feuer. Ich zahle die Strafe. Verstanden. Halte Kurs. Wir eskortieren dich. Jo, was ist denn da jetzt? Ach stimmt, wir hatten Schmuggelware gefunden gehabt, mitgenommen gehabt. Hallo Yumi. Ah, mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Ich bin auf der Suche nach mehr Arbeit. Du kommst gerade recht. Die Net hat im Botschaftsdistrikt eine Störung gemeldet. Scheint um Vandalismus zu gehen. Hat bereits einen Officer hingeschickt, aber noch etwas Unterstützung könnte nicht schaden. Erkundige dich bei dem Officer und befrage die Zeugen. Ja, ich spreche mit Neuter. Danke. Normalerweise würde ich dich damit nicht behelligen, Captain, aber ein Beamter beim MAST hat die Sache gemeldet. Er wird sich freuen, dass ein Captain der Vanguard sich darum kümmert. Ja, okay. Bis später. Okay, dann machen wir das mal. Ja, komm, machen wir erstmal das für Sergeant Yumi, um ein bisschen, es wieder ein bisschen gut zu machen, sagen wir mal so. So, ruckel, ruckel. Wo ist Sarah? Da ist Sarah. Ich frage mich, wie es ihr geht, dass sie mich immer wieder aus einer Arrestzelle hier, beziehungsweise, dass sie mich in einer Arrestzelle besuchen darf. Schon jetzt das zweite Mal, glaube ich. Kann das sein? Warte mal. Die Quest. Zwei Geschichten, zwei Städte. Oh. Hier. Zwei widersprüchliche Aussagen. Na super. Und da bist du dir ganz sicher? Oh ja, er trug ein Flanellhemd unter der Jeansjacke. Das passt nicht zu dem, was der Beamte gesagt hat.
Und er ist von der Tram weggerannt? Genau. Oh, und er hatte ein Buch dabei. Eine Geschichte aus zwei Städten. Okay. Bitte warte kurz. Ich muss mit dem Captain sprechen. Klar. Es gibt doch eine Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung führen, oder? Ich brauche einen Moment mit dem Captain. Danke für die Hilfe, Captain. Mir ist klar, dass du nicht viel Zeit hast. Dann verschwende sie nicht, Officer. Ah, nicht so wild. Ich war nur in der Gegend. Keine Ahnung, was hier los ist. Ah, nicht so wild. Danke, komm. Danke, Captain. Ehrlich gesagt bin ich bloß begeistert, dass du hier bist. Aber ich reiß mich zusammen. Es sah alles nach einem klaren Fall aus. Versuchter Vandalismus, ein umgekippter Mülleimer und ein Zeuge, der den Täter identifizierte. Mhm. Wir wollten gerade aufs Unterdeck, um den Typen festzunehmen, als ein zweiter Zeuge aussagte. Und da liegt das Problem. Beide Aussagen widersprechen sich. Hast du mit dem Beamten gesprochen? Ja, ich habe den Anruf entgegengenommen und Sergeant Yumi Bescheid gegeben. Normalerweise gehen wir solchen Hinweisen nicht sofort nach. Aber wenn es aus dem Mast kommt, ist das was anderes. Jemand hat die Wand angeschmiert? Ja, und dann hat er im Wegrennen einen Mülleimer umgeworfen. Der Täter hat auf der Flucht mehr angerichtet als beim Sprayen. Wen hat der Kerl vom Mast als Vandalen identifiziert? Er meinte, es sei einer vom Unterdeck. Der Typ sei zur Tram gerannt, habe den Mülleimer umgeworfen und sei mit der Net zum Weltraumhafen gefahren. Er meinte auch, dass er sein Gesicht gesehen hat, konnte ihn über die Datenbank identifizieren. Er heißt, Tahir oder so. Sorry, Captain, ich bin noch neu. Hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Okay, sag mir, was ich tun soll. Naja, wir haben zwei widersprüchliche Aussagen. Also solltest du Gershon persönlich befragen. Er arbeitet beim Amt für interstellare Angelegenheiten, beim MAST. Okay, reden wir mit diesem Beamten. Gut, da du den höheren Rang einnimmst, lasse ich dir den Vortritt, Captain. Folgt mir jetzt? Verzeihung? Okay, dann gehen wir mal hoch. Ich habe zwei Begleiter, okay. Kabinettssaal. Nice, da gehen wir hoch. So, mit dem muss ich reden? Ah, der Captain, der den Einfall der Terrormorphs vereitelt hat. Ist mir eine Ehre. Und Officer Markkanen ist ebenfalls hier. Gibt es ein Problem? Es geht nochmal um deine Aussage. Verzeihung, aber das passt gerade nicht. Ich muss zu einem wichtigen Meeting. Doch, ich rede später gerne bei der UC Security mit dem Sergeant. Wir können warten, bis du wieder da bist. Ich möchte deine wertvolle Zeit nicht verschwenden, Captain. Was diesen Fall betrifft, habe ich eine viel bessere Lösung. In diesem Sinne, sieh dir gerne die Infos auf meinem Computer an. Dort findest du eine genaue Beschreibung des Täters Tahir Walla. Er ist polizeibekannt und lebt auf dem Unterdeck. Das sollte ausreichen, um ihn festzunehmen. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich glaube ihm nicht. Ihm glaube ich nicht. Ich glaube, er will dem einen da nur eins auswischen. Tahir Walla. Zeugenaussage. So, ich war zufällig in der Tramstation, als mein Blick auf den Vandalen fiel. Tahir Walla. Er versuchte gerade, eines der Schilder zu sprayen. Ich erkannte Mr. Walla wegen eines früheren Vorfalls sofort und rief die Security. Doch vielleicht war das ein Fehler. Mein Ruf schreckte ihn auf und er rannte blitzschnell zur Tram. Die Türen schlossen sich, bevor ich ihn fassen konnte. Trotzdem kann er sich jetzt nicht mehr von der UC Security verstecken. Ich werde sofort Sergeant Yumi anrufen, damit er einen Trupp zu Kai auf das Unterdeck schickt. Außerdem werde ich eine ausführliche Zeugenaussage abgeben, sobald es die Zeit erlaubt. Detaillierte Beschreibung und Zeit. Verdachtsperson Tahir Walla. Beschäftigung Frachtpilot. Haarfarbe schwarz, Augenfarbe braun. Gewicht 80 Kilogramm, geschätzt. Größe 1,80 Meter. Wohnsitz unbekannt. Verbringt aber viel Zeit bei Kai auf dem Unterdeck. Ich könnte diese Information an Sergeant Yumi weiterleiten, aber da er bislang eher widerwillig zu Werke gegangen ist, würde das vermutlich kaum etwas bringen.
Für den Fall, dass es noch weitere Berichte über kriminelle Aktivitäten gibt, werde ich die Informationen aber abspeichern. Die Rückfallquote ist auf dem Untertext sehr hoch, also dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Mr. Baller wieder zuschlägt. Und wenn es soweit ist, werde ich sofort die UC Security kontaktieren und sie wissen lassen, wer der Schuldige ist. Unterdeck? Kriminalität auf dem... Das Unterdeck könnte ein Roman von Charles Dickens entsprungen sein. Warum die United Colonies weiterhin zulassen, dass dieser Ort verrottet und wächst, ist mir ein Rätsel. Verstehen Sie denn nicht, dass seine Existenz wie eine Infektion ist, die mit der Zeit zum Geschwür wird? Das gesamte Gebiet ist voller Vandalen, Betrüger und Straßendiebe. Ich finde, die UC Security sollte eine harte Null-Toleranz-Strategie verfolgen und sie alle pauschal verhaften. Dieb in der Nähe der Tram. Vor ein paar Tagen hat mich irgendeine Ratte aus dem Unterdeck beklaut, gerade als ich die Ned verlassen wollte. Der Kerl hatte den Kopf gesenkt und prallte auf seinem Weg die Rampe runter gegen mich. Erst an meinem Schreibtisch begriff ich, was wirklich geschehen war. Und ich habe mich bei dem Dieb auch noch entschuldigt. Ich habe das Verbrechen sofort Sergeant Yumi gemeldet, aber er scheint sich etwas dagegen zu sträuben, die UC Security ins Unterdeck zu bringen. Anscheinend war meine Beschreibung zu vage. Ich habe mit einem Augenzwinkern vorgeschlagen, sie einfach alle festzunehmen. Aber er fand den Witz nicht besonders lustig. Unser Dieb hat einen Namen. Da Sergeant Yumi die Mittel fehlen, um den Verbrechen auf dem Unterdeck nachzugehen, habe ich beschlossen, selbst bei Aegis vorbeizuschauen. Vielleicht finde ich ja in der Zivildatenbank einen Eintrag über den Missetäter. Es hat länger gedauert, als mir lieb war, aber ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein junger Mann, Frachtpilot, war früher wegen Vandalismus im Gefängnis, musste aber aufgrund einer Krankheit nicht die ganze Zeit absitzen. Tahir Valla. Eine Geschichte aus zwei Städten. Ich finde es sehr seltsam, dass mich eine Zeit nostalgisch macht, die ich selbst nie erlebt habe. Trotzdem geht es mir jedes Mal so, wenn ich eines dieser alten literarischen Werke von der Erde in die Hand nehme. Vor allem die Bücher von Charles Dickens haben diese Wirkung auf mich. Diese Orte, diese Welten, ob es sie nun tatsächlich gab oder nicht, sie wecken eine große Sehnsucht in mir. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Not unter der Figuren aus seinem Roman leiden, das Elend widerspiegelt, das auch in unserer Welt existiert. Heute kam wieder eines dieser Bücher an, eine Geschichte aus zwei Städten, und aus irgendeinem Grund komme ich einfach nicht davon weg. Vielleicht, weil es mich an die Situation hier erinnert. Schließlich könnte man das Unterdeck und den Wohndistrikt durchaus als zwei getrennte Städte bezeichnen. Ginge es nur nach mir, würde das Unterdeck natürlich gar nicht mehr existieren. Denn damit New Atlantis im Glanz erstrahlen kann, muss das Unterdeck fallen. Ja... Was meinst du, Captain? Sagt er die Wahrheit? Ist dieser Junge vom Unterdeck wirklich der Täter? Ich glaube nicht. Der Beamte hat recht, Tahir Valla ist der Vandale. Nein, es ist jemand anders. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen. Nein, es ist jemand anders, würde ich sagen. Sicher, Captain? Die Aussagen widersprechen sich zwar, aber der Zeuge in der Tram wirkte nicht gerade verlässlich. Aber wer ist es dann? Gershon? Nein, der Beamte hat recht, Tahir... Sergeant Yumi. Tut mir leid, lass mich noch einmal überlegen. Ich glaube, es war Gershon. Was? Wirklich? Hast du einen Beweis? Sie sind nicht hieb- und stichfest, sollten aber reichen, um ihnen die... wo könnte ich weitere Beweise finden? Wenn das Terminal nichts Brauchbares hergibt, sieh dir seinen Tisch an. Seinen Müll könnten wir auch checken. Warum? Hast du nicht genug Beweise? Okay, warte mal. Ich suche nochmal. So, Ordner. Kann ich hier noch... Eine Geschichte aus zwei Städten? Flanellhelm Space Trucker. Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Sarah, das brauchen wir. Ich würde das hier auch nochmal mitnehmen. Weiter. Weiter. Nehme ich mit.
Ich glaube, er war das. Vor allem, der hat das, sein Müllchen nicht einmal... Ich nehme den hier auch mal vorsichtshalber mit. Was meinst du, Captain? Sagt er die Wahrheit? Ist dieser Junge vom Unterdeck wirklich der Täter? Nein, es ist immer noch jemand anders. Sicher, Captain? Ja. Die Aussagen widersprechen sich zwar, aber der Zeuge in der Tram wirkte nicht gerade verlässlich. Aber wer ist es dann? Also ich sag immer noch Görfen. Was? Wirklich? Hast du einen Beweis? Ich habe Beweise, ja. Okay, Captain. Ich vertraue auf deine Instinkte. Falls der Beamte es wirklich war, ist er nicht nur der Täter, sondern wollte es auch noch dem Jungen anhängen. Ehrlich gesagt, pisst mich das echt an, Captain. Gershon meinte, er würde mit Sergeant Yumi reden, oder? Gehen wir zur UC Security, um die Sache dort zu klären. Jo, okay, nimm Gershon bei der UC Security fest. Gut, gehen wir dahin. Und lass mich raten, der Junge ist wahrscheinlich auch schon dort. So. Also ich bin immer noch der Überzeugung, es ist der Beamte da. Der hat ein starkes Problem mit der mit dem Unterdeck. Der macht es denen schwer, oder will es denen schwer machen. Und der hat eine ganz gefährliche Ansicht, was das angeht. So, auf zu Yumi. So, da ist sie. Ich habe Sergeant Yumi gerade eine eidesstattliche Aussage abgegeben. Nach dieser Geschichte mit dem Terrormorph bin ich über die Kleinkriminellen froh. Ja. Ah, Captain. Ja? Gershon macht gerade seine volle Aussage. Im Grunde ist es nur, was auf meinem Computer bereits dokumentiert ist. Ich nehme an, das hat für die Festnahme gereicht? Hat es, und wir verhaften dich. Die Terminal-Einträge deuten darauf hin, dass du ihm das Ganze in die Schuhe schieben wolltest. Ich befürchte, ich kann nicht folgen, Captain. Gershon, du stehst wegen Vandalismus an der Tram und versuchter Verleumdung unter Arrest. Durch das Gespräch mit dem Sergeant könnte auch noch Falschaussage hinzukommen. Moment. Das sind schwere Anschuldigungen, Captain. Meinst du das wirklich ernst? Und gibt es irgendwelche Beweise? Beweise: Neben seinem Schreibtisch lag ein Trucker-Outfit. Laut Zeuge hatte der Vandale ein Dickens-Buch in der Hand. Auf Gershons Tisch lag eines. So. Das nenne ich einen Beweis. Erdzeitige Bücher sind äußerst selten. Dass ja. der Beamte ausgerechnet das Buch besitzt, das der Zeuge genannt hat, kann kaum Zufall sein. Er muss der Täter sein. Ich bin Captain der UC Vanguard. Kannst du nicht, du kannst mich beim Wort nehmen. Der Beamte hat ein Motiv. Er beschuldigt hier des Taschendiebstahls. Der Beamte hat extreme Vorurteile gegen das Unterdeck. Man kann seinem Wort nicht vertrauen. Den Eindruck hatte ich auch. Er schickt uns ständig Beschwerden über diesen Sektor. Ich habe alles gehört, was nötig ist. Hast du irgendetwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich werde nicht zulassen, dass diese erfundenen Anschuldigungen... Das reicht. Officer Markkanen, bitte nimm den Beamten in Gewahrsam. Du hörst doch von meinem Anwalt, Captain. Das ist bestenfalls ein Indizienbeweis, mehr nicht. Keine Sorge. Noch sperren wir dich nicht ein. Anders als manche Leute halten wir uns ans Gesetz.
Du hörst noch von meinem Anwalt. Bald wirst du degradiert und sitzt hinter einem Schreibtisch. Nun, warten wir mal ab, was passiert. Das war ein Schock. Warn mich nächstes Mal vorher, falls sich der Kronzeuge wieder als der Täter entpuppt. Tut mir leid, ich dachte, du wusstest es bereits. Will dich nur auf Trab halten, Saren. Ich hab's auch gerade erst herausgefunden. Will dich nur auf Trab Dank halten. Dank dir und den Terrormorphs wird es hier nie langweilig, Captain. Wie auch immer, gute Arbeit. Sorg dich nicht wegen Gershon. Mit solchen Typen kenne ich mich aus. Er wird bald alles zugeben. Hoffentlich hat es dann auch mit seiner Besessenheit für das Unterdeck ein Ende. Apropos Ende. Ich wollte das schon vorher erwähnen. Aber mitten in der Ermittlung hätte es irgendwie nicht gepasst. Dank all der neuen Rekruten sind wir nicht länger unterbesetzt. Das bedeutet, wir brauchen keinen Security Officer in Teilzeit mehr. Klingt, als würdest du mich gerade feuern. Sieh es lieber als Frühruhestand. Jedenfalls war es ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten, Captain. Im Namen der UC Security wünsche ich dir bei der Vanguard und deinen zukünftigen Missionen nur das Beste. Und falls du je über die gute alte Zeit oder so reden willst, bin ich hier. Sergeant Yumi? Wie kann ich dir helfen, Captain? Bis später, Captain. Yumi, ich will wieder arbeiten. So, wo ist denn eigentlich der Dude hin? Darf ich hier? Darf ich hier rein? Nur autorisierte Personen. Hier sind die Zellen. Wir haben den Täter, Captain. Jo. Und du bist wirklich so gut, wie alle sagen. Ich habe durch die Arbeit mit dir so viel gelernt. Was denn? War auch nett, mit dir zusammenzuarbeiten. Verschwund mich mit deiner Lobhudelei und mach deinen Job mal kennen. Jetzt musst du das Gelernte noch in die Praxis umsetzen. Oh, wow. Kein Druck. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich kann's kaum erwarten, den anderen zu erzählen, mit wem ich gearbeitet habe. Es war mir eine Ehre. So, und? Hast du noch was zu sagen? Es ist nicht vorbei, Captain. Meine Verhaftung war Zeitverschwendung. Der wahre Abschaum vermehrt sich auf dem Unterdeck. Ja, nein. Auf dem Unterdeck, die sind dann noch nett und die wollen einfach nur leben und über die Runden kommen. Also ich habe mit dem Unterdeck da gar kein Problem. Die sind da alle noch nett. Hilfsbereit. Unterstützen sich gegenseitig so gut die können. Müsste eigentlich mal Tahil Valla suchen auf das Unterdeck auch nochmal besuchen gehen. So. Muss ich mal schauen. Frage ist, wo war nochmal eigentlich der Weg ins Unterdeck? Hatten wir hier nicht irgendwo einen Fahrstuhl gehabt? Müsste ich mal suchen. Eine hoffnungsvolle Kolonistenfamilie fand mit Hilfe von List-Ressourcen ein neues Zuhause, einen abgelegenen Mond voller Leben. Das Problem ist nur, dass der Mond nicht existiert. Also, das kennen wir. Also ein neues, autarkes Leben ohne Regeln zu beginnen. Der Baum scheint sich beruhigt zu haben. Jo. Danke für alles. Ich glaube, ich lasse mir bei Enhanced das Gesicht machen. Ich will wie ein anderer Mensch aussehen. Überleg dir das lieber nochmal. Ja, das Gesicht machen lassen? Nee, lieber nicht. Also, ich hätte Angst vor solchen Eingriffen tatsächlich.
Ich hätte wirklich Angst, so irgendwas an mir machen zu lassen. So, wenn ich jetzt als Beispiel so irgendwas am Gesicht machen lassen würde. Ich hätte sogar Angst vor einer Haartransplantation, wenn man sieht, ich kriege hier auch schon so Geheimratsecken, schon richtig tiefe. So, ich wüsste auch nicht. Also, nee, dann würde ich es lieber... Hat sich nichts verändert. Ich habe mich oft gefragt, wer wohl dafür sorgt, dass die Loge immer so sauber ist. Ja, okay, So, Artefakt, machen wir mal. Ist es nicht überwältigend, wie viel wir schon erreicht haben? Die Sternenblüter, die Visionen und die Musik. Ob es das alles wert ist? Matteo, hast du etwa eine Glaubenskrise? Du? Vielleicht haben die Sternenblüter recht. Was, wenn die Jagd nach den Artefakten nur in die Katastrophe führt? Kommen dir Zweifel? Wir wollen doch bloß antworten. Sind wir nicht darum hier? Wegen der hohen Suche nach Erkenntnis? Lange frage ich mich auch, ob es das alles wert ist. Nöll hat recht, wir müssen weiter an uns glauben. Warum so ernst? So viel Druck belastet uns nun. Das ist ernst. Das könnte die schlimmste Bedrohung sein, der die Constellation und die Menschheit je gegenüberstand. Tut mir leid. Ich will euch kein schlechtes Gewissen einreden. Ich bin bloß besorgt. Ich hoffe nur, dass wir am Ende dieser Reise immer noch wir selbst sind. Sorry für die Störung, aber ich habe eine Bitte. Ein Großteil der Technik des Auges ist über den Jordan gegangen. Soll das Auge noch weiter blicken, sind Verbesserungen nötig. Sarah und Walter haben die nötigen Teile besorgt, aber ich brauche helfende Hände. Kein Problem, ich spiele gern den Augenarzt. Es helfen noch andere. Dafür braucht es mehr als uns beide. Hab noch ein paar Leute gefragt. Sie sind schon auf dem Weg. Hilf Wladimir, sobald du Zeit hast. Ohne das Auge finden wir keine weiteren Artefakte. Okay, begib dich zum Auge. Und Sarah? Wir sollten zur Station aufbrechen. Hilf Wladimir, sobald du Zeit hast. Ohne das Auge finden wir keine weiteren Artefakte. Begleitet sie mich nicht mehr? Anscheinend begleitet sie mich nicht mehr, okay. Ich will jetzt aber auch mal zum Unterdeck gehen. Und Moment mal, wir hatten jetzt Sarah als Begleitung gehabt, ein Weilchen. Und mit ihr immer wieder so also Freundschaftsaufgaben gemacht und durch ihr für die Constellation ein neues Mitglied eigentlich geholt. Wenn wir jetzt als Beispiel hier Sam immer wieder mit uns rumschleppen lassen, kriegen wir dann auch noch Nachwuchs für die Constellation? Gerade keinen Versand gibt, muss ich wohl zu EIT gehen. EIT wird das ausgesprochen. Ah, okay. Apropos. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Ich verspreche dir, nirgendwo sonst in dem besiedelten System gibt es eine größere Auswahl. Ja, ja. Finden wir dein nächstes Lied. So, zeig mal her. Nope. Naja. So. Space Rocker, den hier kann ich wegmachen. Und den kann ich schon mal wegmachen. Wir sehen uns bestimmt wieder. Okay, gut. Dann,
Ich wollte aber jetzt wirklich mal das Unterdeck nochmal besuchen gehen und gucken, was da gibt's. So. Wo geht's nochmal zum Unterdeck? Wo war denn der Fahrstuhl dafür? Hier hinten bei CJs vielleicht? So, was? New Atlantis ist sehr schnell. CJ ist immer für dich da. Klar. Ja, komm, ich muss Sachen verkaufen. Nee, okay, bei ihm kann ich nur. Wir sehen uns. Lebensmittel kaufen, verkaufen. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Also ganz ehrlich, null Plan. Die baldige Eröffnung zweier neuer Filialen. Seit unglaublichen 10 Jahren wurde kein einziger Unfall gemeldet. Das Geschäft lief nie besser. Vom Lächeln über die Frisur bis zum Gesicht und mehr. Der Konzern verspricht, mit Enhance entscheidest du über dich. Nee, danke. Also aktuell kein Interesse, mich umoperieren zu lassen. Wo ging es nochmal zum Unterdeck jetzt wirklich? Und ich finde es schade, dass Sarah uns jetzt nicht mehr hinterherläuft. So, ich will gleich hier runter. Autsch. Verstauchung erlitten, na super. Ist vielleicht ein Raumhafen der Fahrstuhl? Ich weiß es nicht. Irgendwo muss auch der Fahrstuhl sein dafür. Ich glaube, wir müssten aber auch erstmal für ein Weilchen und auch für die Bindung mal jemand anderen hier als Begleiter mitnehmen. Da ist der Fahrstuhl. Du bist besser. Was gibt's? Lass mich raten. Du rettest die Welt. Habe ich recht oder habe ich recht, oder? Dann geben wir dir mal was zu tun. Ich bin startbereit. Argonian Maid? Meiner Schiffsbefehlsstufe erreicht. Ah, okay. Ich kann momentan nicht mehr, oder wie? So, und weg ist sie. Unterdeck. Ich will da mal besuchen, die Leute, und mal gucken. Aber warte mal, Befehlsstufe. Was muss ich machen, damit ich mehr Leute hier zuweisen kann?
glaube, ich trete der Liz bei. Unabhängig leben. Es hat was. Klingt super. Gut, Leute mit Dienstmarke zu sehen. So. Es ist in. Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Kann ich mich hier noch ist mal? Jeder willkommen. Ich sorge Behalt dafür, dass sich alle bei wohlfühlen. Verstanden? Und ich lasse ja, kein Problem. Erfallen. Ich mag ihr Outfit eigentlich. So, wo ist denn eigentlich dieser Tahil? Bürger? So, guckt die mich jetzt so böse an? Bleib so lange du möchtest und komm jederzeit wieder. Wer soll Tahil sein? Hi. Ich glaube, hier ist keiner. So, Verstauung, Prognose verbessert, okay. So. Hier kann ich rein? Ich helfe Henrik gelegentlich, nicht mehr so oft. Lunge, ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe. Mal gucken, ja, was du zu verkaufen hast. So, Coachman kann ich dir andrehen. Derzeitiges Jagdgewehr brauche ich ja nicht. Lichtbogenschweißer, komm, den darfst du haben. Mach's gut. Ja, kann ich ihm auch noch was andrehen? Hier, dem Dude. Ignoriere mich einfach. Ich ruhe mich. Bleib ja, okay, sauber. Dem kann ich nichts verkaufen. Was haben wir denn da? Skillbonus erhalten. Kritischer Treffer mit Laserwaffe verursacht 5% mehr. 5% mehr was? Keine Ahnung. So, apropos, warte mal, hier gab es ja auch irgendwo die Trade Authority. Und den da. Dem können wir auch noch was verkaufen. Wenn du mich fragst, Tageslicht wird völlig überbewertet. Ich komme prima. Klar doch. So, du, ich habe hier ein bisschen was zum Verkaufen. Den Orion will ich hier loswerden. Den Entermesser brauche ich ja nicht mehr. So, den Sidestar. So, Anzüge, Rucksäcke. Hier, den darfst du haben. So, hier haben wir alles passend. So, Ressourcen. Ja, komm. Hier, nimm, gönn dir. Hey, mach's gut. Jo, tschüss. Den Rest können wir bei der Trade Authority verkaufen, ne? Wenn wir die finden. War doch hier, glaube ich, irgendwo, oder? Da hinten? Hi, Duda. Hi. Wenn ich groß bin, gehe ich zu den Freestar Rangern. Okay, mach das. Hey. Ballistik-Spezialist? Hier könnten wir Cruiser auch noch anwerfen, aha. Bei Henrik findet man gar nichts. Alter, Gracia von Sugandal. Bei Jake kann man super Kontakte knüpfen. Ich arbeite daran. Ich mache die UC Vanguard-Prüfung, spare auf mein eigenes Schiff und so. Es dauert nur ein bisschen länger als gedacht. Keine Sorge, so etwas braucht Zeit. Fliegen ist hart, gib lieber gleich auf, dann blamierst du dich nicht. Keine Sorge, so etwas braucht Zeit. Ja, aber ich werde nicht jünger. Und jeder Tag auf dem Unterdeck ist wie 4 Tage oben. Also, okay, ich dachte, die wäre jemand, die mit
mit Namen, den man auch anwerben kann. Howdy. Hallo. So, was haben wir? Auftragsbörse. Wo ist jetzt eigentlich die Trade Authority hier gewesen? Na jetzt really, jetzt ernsthaft, wo waren das? Ich glaube. Stimmt, von hier kam ich ja rein. Oder? Kam ich von hier rein? Da! Da haben wir sie. Ich bin so hinterher. Eigentlich wollte ich professionell kochen. Nicht sowas hier. Könnte für einen Kaffee glatt jemanden umlegen. So. Wenn du was brauchst, egal was. Habe ich es entweder oder ich kann es beschaffen. Willkommen bei der Handelsaufsicht. Ja. Wenn du aus aufrichtigen Gründen hier bist, helfe ich dir sehr gerne. Bist du aber unter falschem Vorwand hier, zum Beispiel von Miss Zeng vom Yusi Vertriebszentrum geschickt, dann wirst du hier nichts Illegales zu berichten finden. Und dann bitte ich dich, sie aufzufordern, diese albernen Spielchen zu beenden. Also, was darf's sein? Perfekt, du hast meine Deckung auffliegen lassen. Eine seltsame Art, sich vorzustellen. Ich sehe mich nur um. Dann gilt das Gesagte nicht und ich hoffe, du wirst bei uns fündig. Bitte, lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Ja, ich würde gern sehen, was du im Angebot hast. Eine bessere Auswahl und angemessenere Preise findest du nirgendwo. Ich will nur verkaufen, ja? 11.777 hat sie. So, dann hab ich hier auf jeden Fall was für dich. So, dann haben wir die schon mal weg. Rucksäcke. Hier, die können auch schon mal weg. So, Ressourcen, die brauchen wir nicht. Sonstiges? Den Ordner hier. Aus dem Schiff. Da müsste ich doch was haben. Beowulf, Brumbeat, Maelstrom. Den könnte ich mal so mitnehmen. Ach komm, den brauche ich nicht. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Na toll. Also sie hat kein Geld mehr. So, 180. Ich könnte das hier noch verkaufen. 56. Dann das weg. Das weg. Das hier nochmal weg. Ah, okay. Warte mal, dann... So. Wenn du noch etwas brauchst, du weißt, wo wir sind. Ja, ja, ich will nur den ganzen Scheiß verkaufen. Ich muss das alles loswerden. Ja, egal, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.